Wunderschön, nicht wahr? Ein Spielplatz mit dem UFO drin. Warte. Ja, das weckt auch das Kind in mir. Alles mitnehmen, was wir kriegen können, natürlich. Oh, einen schönen Wein. Noch ein Kronkorkenvorrat. Ein sauberes Kleid. Ja, brauche ich nicht. Denn ich habe einen tollen Anzug an. Hört ihr aus die Silvesterknalle? Na? Was ist denn hier los? Oh, Raider! Stirb, Dude. Geht doch. Oh lol, nicht auf mich schießen. Oh fuck. Komm. Nein, nachhauen. Ja, habe ich. Problem damit. Ey. So, weg mit dir. Guter Junge. Ich glaube, ich komme hier mit meinem Dings nicht weit. Ich werde jetzt anfangen, mich auszurüsten. Also richtig auszurüsten. So. Wo hier die ersten Gegner kommen, sollte ich vielleicht aufhören, mit meinem schicken Anzug rumzulaufen. Auch wenn der ziemlich schick ist. Oh, eine Glühbirne. Kann man immer gebrauchen. Sicherung. Na, warum nicht? Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hi. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! In das Bein. Das bringt mir den Schweißer Bruder. Nichts, okay. Linker Arm, dann habe ich linkes Bein, linker Arm. Und mehr ist hier gar nicht, ne? An Kleidungsstücken. So, linkes Bein, linker Arm. Naja. Oh, ich bin Level 3. Gut. Jetzt könnte ich lokale Anführer skillen. Länger abgefahren. Skill mal Nerdwood. Wenn du deine Gesundheit unter 20% fällst, bla bla bla. 20% mehr Schaden. Oh, das nehme ich. Ist außerdem der letzte Skill. Wenn es einer der letzten Skills ist, wird es wohl einer der besten sein. Klingt auf jeden Fall ziemlich logisch. Mikroskop brauche ich nicht. Ich glaube, wir töten alles, brauche ich nicht. Aber hier komme ich nicht hoch. Na komm, Hundi. Die hat hier nix. Ist so ein Raider-Leder besser? Nicht wirklich. Hat mehr ballistischen Schaden, ja, aber sonst. Ich glaube, die Lasermuskete. Ah ne, will ich gar nicht hier so. Favoriten auf die 3. Und das auf die 4.
Hört mal auf. Wunderschön. Hier noch rein. Dann helfen wir den guten Herrn auf dem Balkon. Wa? Da ist schließlich ein paar Siedler drin. Oh Gott, ich kann nicht Deutsch reden. Ich glaube, dass man E-Mail bekommt. Da oben ist er, ne? Na komm, mach an. Und da noch einen weg, ne? Nachladen. Und dann hier die Haarklammern-Box nehmen. Das Schloss krieg ich nicht auf. Da kommen wir nicht durch, okay. Dann gehen wir den langen Weg. Oh, ist das hier der Museum der Vergangenheit oder was? Unabhängigkeitskrieg? Lol. Pack nach an. Was ist Sache? Ah, hier kann ich was knacken. Wie schön. Muss ich uns gern mitnehmen. Scheint wichtig. Computer Terminal. Wird bestimmt darauf zurücklaufen, dass ich damit die Tür öffnen kann. Also. Und mehr nicht. Ja, genau. Aber ich habe mir die EP gesnackt. Ah, rechter Arm. Das bringt mir ein bisschen Kopfschutz. Eigentlich. Kann ich die aufsetzen und kann trotzdem mein Dings haben. Meine Mütze oder so. Brille darf ich nicht aufsetzen. Ja, dann ist scheiße. Dann bleibe ich hierbei. Ja. Aber ich habe ja jetzt hier noch einen Arm, ne? Rechten Arm hier. Fehlt noch ein linkes Bein. Ne, rechtes Bein. Da noch was? Munition. Impro-Gewehr. Ja, nehme ich mit. Mentats. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Halt für die anderen Städte. Ach, Scheiße! Nein! Jetzt werden wir noch erschossen. Ah, schwere Impro-Pistole. Raider Harnage, ist das besser? Ballistisch ja, aber energietechnisch nicht. Ja, dann nicht. Brauchen wir nicht. Oh, ich mach mal hier lieber. Habe ich mehr Munition für. So, den Kürbis nehme ich noch mit. Und er schätze nichts zu essen. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Mach das. Knallt sie ab! Knallt sie alle ab! Oh hi. Hi. So, das müsste es auch gewesen sein. Hier rechtes Bein. So. Hätte ich das. Vollständige Rüstung. Na, das ist doch wunderschön. Stange jetzt hier gerade, nehme ich mit. Was? Hat er gerade geschrien hier drin? Das ist ganz toll, warte, ich komme gleich. Halt mal noch kurz aus, ja? Ja, Schimmer. Schläuchen. Ja. Brauche ich nicht, tut mir leid. Wupp.
Die ist besser als mein anderer. Linker Arm. Tatsächlich. Ja, nehme ich mit. Rüste ich auch gleich aus. Weg damit. Das. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist ausgezeichnet. Perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Helfe gerne. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir hier ein paar Probleme. Nee. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Gule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ein Stück. Tut mir leid. Klingt hart. Danke, verdammt. Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Vielleicht. Die Raider sind der Gegenbeweis. Nee. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wo man eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Allerdings. Lockmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Er ist ein braver Hund. Und auch klug. Oh ja, Darkmeat findet Leute, die ihn brauchen. Und jetzt wird er bei dir bleiben. Ich habe es gesehen. Aha. Mission. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Aber das sind die Kemps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Toll. Das ist unglaublich. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Okay, und was? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Schade. Hätte ich gewusst. Die Minutemen sollten uns Mister? Beschützen. Oh, ne. Okay. Oh, ja. Wie hat es versprochen? Nein. Versprochen! Nein. Ja, chill mal. Schade, 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 dass sie mir nicht sagen konnte, was da auf uns zukommt. Schade, schade. Schade, schade. Naja. So, du bist der T-45 hier von dem
Sturges so geschwärmt hat. Ach ja, ich habe ja diese Holobänder, die kann ich mir mal anhören. Diverses. Schon ganz schön verrostet. Alter. Zeig mir die tolle Kamera aus der Nähe. Nein, Jungs, kommen nur wenige vorbei. Das muss ich zugeben. Okay. Wo sind sie? Die können ja gar nichts. Worauf schießt ihr denn? Auf mich nicht. Oh, erstmal nachher. Toll. Toll. Ah, die ist Level 22, na, warum nicht? Ist zwar ein bisschen hoch vom Level, dass ich Level 3 bin und das nachher muss. Ja, easy, kein Problem. Aber mir gehen langsam die Kugeln aus. Erstmal ein Level Up. Besser? Ne. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Auf jeden Fall. Hopp, hopp. Ich weiß nicht, was wertvoll ist. Das ist wertvoll. Das wiegt nichts und hat Wert. Was nichts wiegt und Wert hat, wird mitgenommen. Ganz einfach. Das hat ja alles kein Gewicht. Das muss ja ein Bug sein. Naja. Nehme ich besser nicht zu viel mit. Hey. Oh, warte da. Folgen. Hier drüben. Aber abbrechen. So. Ja. Das war ja ganz tolle. Mega schwerer Kampf und so. Außer Munitionsmangel war zwar gar nichts, aber. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Oh, danke. Ich nehme, was ich kriegen kann. Hm. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren.
Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Bitte, Mama Murphy. Ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein Tipps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Naja. Dann gehen wir mal das Sessionary zurück. Und dann machen wir mal eine kleine Pause. Haben wir genug gespielt erstmal. Bin auch müde. Ich will auch schlafen. Ich bin schon Level 4, Alter. Krasser Shit. Oh, ein Plasma-Gewehr. Das ist ja schön. Oh, fuck. Der T-51. Dogmeat hat was gefunden. So, verlass mal die Rüstung. Wenn ich jetzt so mache, dann steht sie da. Ich könnte ein Modell B schon draus bauen. Aber ich lasse es erstmal so. Habe ich denn hier Schrott, den ich nicht brauche? Natürlich habe ich den. Ah, hier gesamten Schrottlager. So. Hey. So. So, hier breche ich den mal ab. So, Leute. Hat echt Bock gemacht und ich werde nächstes Mal auf jeden Fall jetzt bald weiterspielen. Es ist ja jetzt schon der erste Monat rum, theoretisch. Ihr müsst jetzt genug Folgen von dem ersten Monat haben. Ich hoffe, es hat alles ganz gut geklappt mit immer Mittwochs. Na gut, Leute, dann erstmal haut rein. Bis dann. Tschüss.